Unser Keil nach Westen ist fast abgeschlossen. Zwei kleine und eine große Insel vor uns gilt es noch zu besiedeln und zu sichern. Dann sind wir bereit zum großen Finale. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Siedler 3 in der 7. Kampagne der Ägypter. Ja, viel ist hier eigentlich nicht zu sagen. Ja, wir sollen Insel A, B und C erobern und die Gegner davon da vertreiben. Da aber nur ein Gegner hier auf der Insel ist und die anderen beiden unbewohnt sind, hoffe ich, dass wir das ganz gut schnell hinkriegen. Wir müssen bloß sehr schnell agieren, da wir hier anscheinend nur kleine Inseln haben, wo wir wenig Bauplatz haben. Ja, müssten wir auf jeden Fall mal gucken, wie wir das hinbekommen. Und am besten, wenn die das hier noch nicht erobert haben, so wie es hier in den Tipps steht, sollten wir die Insel auch gleich erobern. Also hier oben schon mal einnehmen, so ein bisschen. Sollte uns auf jeden Fall helfen. Na dann würde ich sagen, legen wir mal los. Harry. Na, das sieht ja nach sehr viel Platz aus. Gut, den Turm machen wir weg. Den hier auch. Dann machen wir mal eine Holzfälle, bitte. Da, Forsthaus. Da ist hier. Hier eine Steinbruch, bitte. Dann haben wir erstmal das. Okay, da passt nichts hin. Da passt der Bach drüber auch hin. Und hier lassen wir das. Eine Werft, die passt noch nicht. Okay. Müssen wir damit wohl auch noch warten. Wie sieht denn die andere Insel aus? Bescheiden. Alles klar. Wie soll man denn... Kann man hier was bauen überhaupt? Nur bauen. Warum sollte man hier bauen können? Super Rohstoffe. Kannst du am besten. So, hier haben wir wenigstens Eisen jetzt schon mal und Kohle. Und Edelsteine bereiten. Sehr gut. Edelsteine bringen ja genauso wie Gold für die Ägypter. Kampferfahrung. Also Kampfkraft. Und ja. Kann uns nur helfen im Kampf gegen die Feinde. Da passt keine Werft hin, verdammt. Ich hätte gedacht, wenn der Turm vielleicht weg ist, kann man da vielleicht die Werft hinbauen, aber man denkt, der Fuß bauen. Ist nicht. Na gut, müssen wir warten, bis wir das hier fertig haben und dann können wir langsam uns ausbreiten. Edelsteine ganz gut. Dann kann ich ja. Und hier kann ich schon mal eine Edelsteinlinie hier hinbauen. So. Was soll eine Fischhütte wenigstens hin? Nö. Nicht mal das. Löscher drauf nicht. Edelsteinmine und Kohlmine rein. Oh nochmal. Nee, eine reicht erstmal. Wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? Wir brauchen den Platz auf jeden Fall erstmal. Und die Baumaterialien. Wir müssen uns auf jeden Fall ein Wohnhaus aufbauen. Aber erstmal geht's nicht. Den Turm auf der Insel lasse ich mal stehen. Wenn ich den jetzt abreißen würde, wäre ich glaube ich am Arsch. Dann werde ich ja den hier bauen erstmal. Um Land zu bekommen. Dann kann man ein Wohnhaus bauen. So. Das hier ist die besagte Insel anscheinend, die wir dann besiedeln sollen. Also eine der drei Inseln. Und die anderen drei sollen ja, die anderen beiden sollen ja hier oben sein, neben der einen Insel, die wir hier haben.
Mal schauen wir mal, wie wir das da am besten erreichen. So. Na gut, also hier mit Werft ist nichts, das ist schade. Das ist wirklich schade. Wie sieht es denn damit aus? Ne, ich schmelze hier auch nicht. Dann hätte ich gleich meine Geburt, dann hätten wir hier schon mal Eisen. Ach, ein Anlegeplatz hier. Warum hier ein Dütter und keine Werft? Werft ist doch fast genauso groß. Naja, ist auch egal. So, der Turm ist dann gleich fertig, dann können wir den auch gleich wieder abreißen. Bei dem Platz, den brauchen wir. Sieht ganz schön eng aus auf dem Fall, auf der Insel hier. So. Wenn wir hier nämlich ein mittelgroßes Wohnhaus erstmal hinbauen. Mehr können wir erstmal, glaube ich, nicht. Obwohl ein großes geht vielleicht auch noch. Dann müssen wir gerade gucken. Genommen. Das große Wohnhaus, das packen wir mal dahin. Dann machen wir hier oben mal eine Schmelze hin und machen gleich die Werft, sonst vergessen wir das noch am besten hier am Ende. Muss ja nicht sein. Den Anlegeplatz machen wir da hin. Da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen was brauchen. Gut. Oh, der hat schon 8. 50% Kampfkraft, nur wegen den Edelsteinen jetzt hier. Das ist schon krass. Da müssen wir auf jeden Fall versuchen, die Edelsteine weiter zu produzieren da oben. Das wird bloß ein bisschen schwierig, wenn wir da unten Platz zum Bauen haben. Theoretisch bräuchten wir einen Priester, der die Bäume weg. Kohle haben wir auf jeden Fall schon mal. Das ist gut. Eine Fischerhütte, die passt hier jetzt noch nicht hin. Wir müssen warten, bis wir das Wohnhaus fertig haben. Dann können wir ein paar Pioniere machen. Und mit den Pionieren können wir dann hier oben das bisschen noch einnehmen und hier unten das dann nehme ich dann auch noch ein, dann haben wir noch ein bisschen Platz. Dann dürfte es reichen auf jeden Fall für eine Fischerhütte oder zwei. Hier haben wir auch noch zwei Angler. Die dürften dann auch genug zu tun haben. So. Stein haben wir auf jeden Fall. Ah, das wird auf jeden Fall schon dauern jetzt. Aber ich brauche halt die Bewohner. Hier haben wir ein paar Träger da. Nimmt man da das Land ein. Vielleicht können wir ja doch noch eine Holzfällehütte bauen. Wenn wir eine Holzfällehütte hier hinbauen können, können wir danach auch einen Fischerhütte bauen. Das wäre interessant. Komm schon, das muss doch gehen, oder? Bitte, komm, Holzfällehütte. Ach komm schon. Schwinerei.
Ich bin aber noch heute 2 Level 10 drauf. Kacke. Okay, mit der Holz 2 Level wird es nicht. Schade. Hätte ja klappen können. So, dafür nur 3 Bretter und 19 Steine. Da fehlt noch ein Stein. Ja, ein Stein ist besser als 2 Steine. Steine werden ja immerhin produziert oder abgebaut. Das ist gut. Das Wohnhaus bekommt auch das, was es braucht. Die Bretter sind dann erledigt. Dann kriegen wir nur noch die Steine. So. Wunderbar. Sieht das schon mal von Anfang ganz gut aus. Können wir eine Werkzeugschmiede bekommen? Na ja, ja, Platz genug hätten wir ja noch, wenn wir hier dann das einnehmen. Für eine Fischerhütte. Das sollte eigentlich reichen. Und hier unten haben wir dann auch noch Platz. Okay. Dann müssen wir mal schauen. Das ganze Werkzeug, ja, ist auch auf jeden Fall hier drüben und oben auf den Inseln auch am besten. So, was haben wir hier? Achso, die müssen wir auch noch machen hier. Wir wollen ja die ganze Insel haben, ne? Nicht, dass die wirklich hier sagen, nee, du hast noch nicht die ganze Insel, ne? Da muss noch. Also machen wir es so. Da drüben ist schon ein Stückchen von einer anderen Insel, die wir noch einnehmen müssen. So. Da können wir echt nicht ein Holzfäller ziehen. Mann. Dann mache ich den Turm noch. Ne, der Turm ist weg. Okay. Ich stelle mal gerade hier einen Turm. Ich will mich absichern, den Turm da oben abreißen. Vielleicht kann ich dann eine Holzfällerhütte hinbauen. Was ich zwar nicht glaube, aber ich weiß ja nicht. Man kann es ja probieren. Also ich werde noch Folgendes machen. Ich speichere schon mal ab. So. Sicher, sicher. Steine. Da ist gerade ein Stein unterwegs, da auf und da liegt noch ein Stein. Okay. Na dann beeilt euch mal hier, ich will fertig werden, ne? Kohle braucht er die Schmelze eher anstatt Eisenerz. Die machen das schon. Irgendwie machen die das schon. So, da brauchen wir noch 6 Steine. Da 4. Ja, das wird erstmal ein bisschen dauern hier. Bis das alles fertig ist. Ich hoffe nicht mal allzu lange. Was wir bei den Asiaten so anrichten können, ne? Vielleicht können wir die auch ein bisschen ärgern. Ein paar Türme angreifen und erobern, wenn sie Land einnehmen wollen da drüben. So. Na komm schon. Ey, 10 Steine noch, ey. 3 werden jetzt gerade wieder gebracht. Kann euch nicht sein, dass es so lange dauert, ey. Das nervt schon ein bisschen. Man kann kaum was machen eigentlich. Man muss warten, bis das alles fertig ist. Kann ich mit denen? Ja, mit denen kann ich nicht machen, ey. Das
Es ist eine knifflige Situation.